Herr Popp, Sie sind heute für Ihr Unternehmen mit dem Eisenmut Award 2016 Vertriebssoftware in Silber ausgezeichnet worden. Wenn Sie uns noch kurz erläutern könnten, wofür, worum geht es bei Ihnen? Ja, wir haben 2012 begonnen zu überlegen, wir müssen einfach ein neues innovatives System in Außendienst einführen. Wir haben das zusammen mit unseren Vertriebspartnern gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich hier nicht sozusagen in der Direktion was erfinden, ja, sondern wirklich die Leute von außen reinholen und gemeinsam das neue System diskutieren. Wir haben das über 2 Jahre mit einem Beirat, den wir gebildet haben, zusammen entwickelt. Und jetzt ist einfach ja, hoffentlich ein sehr anwenderfreundliches, gerechtes System rausgekommen, ja, mit dem wir hoffen, unseren Vertriebspartner bestens zu unterstützen. Und das sind nicht nur unsere eigenen Agenturen, sondern das wird auch in den Versicherungsabteilungen der Sparkassen und der Genobank eingesetzt. Verstehe. Wenn Sie ein paar Spezifika dieses Systems erläutern wollen. Ja, das Wichtigste ist, es ist eine reine Always-Online-Anwendung. Das heißt, wir haben uns wirklich entschieden, und das ist auch der mutige Schritt, der hier in der Laudatio erwähnt worden ist, dass wir sagen, durchgängig ja, machen wir ein Always-Online-System. Es wird keine ja, dezentralen Komponenten mehr geben, wo wir dann wieder synchronisieren müssen, solche Dinge, sondern wir haben gesagt, wir vertrauen auf Always Online. Es wird sicherlich die eine oder andere Stelle geben. Dazu werden wir dann zusätzliche Technik wie kleine Router und so weiter einsetzen, die das Ganze verstärken. Aber der Vorteil ist einfach, wir haben dann wirklich immer und überall und insbesondere beim Kunden Zugriff auf das gesamte Backoffice. Nicht nur das, was auf dem PC oder dem Laptop vor Ort geht, ja, sondern auf das gesamte Backoffice auch der Versicherungskammer Bayern, wo wir die Daten und die Dokumente, auch die Dokumente bei uns im Versicherungsunternehmen, wirklich in Echtzeit unseren Vertriebspartnern beim Beratungsgespräch zur Verfügung stellen. Was war jetzt die besondere Herausforderung bei der Entwicklung und Implementierung und auch noch abschließend vielleicht, wie waren die Reaktionen darauf? Die besondere Herausforderung, ja, natürlich ein System, unser Vorgängersystem, das seit über 15 Jahren erfolgreich im Einsatz war, das natürlich abzulösen, natürlich viel besser zu machen. Die Kombination mit Backoffice-Systemen, ja, das heißt, die Anzahl der Schnittstellen zu Partnersystemen hat sich verdoppelt. Und das natürlich auch, obwohl die auch gleichzeitig weiterentwickelt werden, ja, das auf derselben Ebene immer zu haben und die Schnittstellen dann wirklich stabil hinzubekommen.